Zielgruppe ist, wer Klientel ihrer Mode sein soll. Do jakiej grupy docelowej zaliczona jest Twoja kolekcja? Nie kierowałam tej kolekcji do żadnej konkretnej grupy. Uważam, że ubrania, które zrobiłam, może nosić każdy. Also bei dieser Kollektion ging es jetzt nicht grundsätzlich um irgendeine Zielgruppe, um eine bestimmte Zielgruppe, sondern eher um die Einzelteile an sich in dieser ganzen Kollektion. Und dann frag sie doch bitte mal, wie sie auf diese tollen Schuhe gekommen sind, warum die so hoch sind und warum sie so sind, wie sie aussehen. Właśnie, co była inspiracja tych butów? Może zacznę w ogóle od inspiracji, a od tytułu dokładnie. Jest to tytuł Space Specific. To jest gra słowna. Also das Wichtige hierbei ist der Name, und zwar Space Specific, denn der hat zwei Bedeutungen. A, welche? Space oznacza jednocześnie miejsce, jak i kosmos, specyficzne miejsce. Jakim jest Łódź, w którym studiowałam? Also einmal der spezifische Ort im Weltall, den es ja gibt, und den Ort der Handlung, wo sie die Schuhe eben kreiert haben. Okay, haben wir das alle gut verstanden? Vielen Dank. Thank you.
das ist der Vergnügungspreis. Ich danke Ihnen allen. Fantastisch. Ich freue mich wirklich. Tolle Anstellung. Wer steht hier diesen wunderschönen, fabelhaften, brillanten Damenring? Ja, die Frau dafür werde ich hier noch finden. Ich bin ja Experte im Auffinden von der Sonne. Wir hatten auch eine gute Qualität in den Präsentationen, also die Inszenierung hier war ja super. Und ich fand, dass jeder, auch wie wir in den Filmen gesehen haben, wirklich versucht hat, so das Besondere in seiner Arbeit herauszustellen. Das ist mir ganz wichtig. Insofern können Sie sich vorstellen, und ich glaube, das war ja auch bei dem Publikumspreis und den Diskussionen schon spürbar, es ist uns wirklich schwer gefallen. Also wir haben hart gerungen, wir haben auch zum Teil, wir haben sogar heute Nachmittag überlegt, ob man eventuell einen Preis teilen könnte, weil wir uns nicht ganz sicher waren. Wir hätten gerne noch den einen oder anderen mehr. Sie haben das alles mitverfolgt, Sie haben die Kollektion gesehen. Da geht Ihnen doch sicherlich das Herz auf. Ja, natürlich. Also ich denke mal, über die Mode zu reden, über die Professionalität an diesem Event, also den Fachleuten, dafür sind Sie da. Die können es auch besser als ich. Ich denke, viele haben gesehen, ob es André ist, ob es Irina ist oder ob es Magdalena ist, die jetzt in die USA geht. Es sind Designer aus dieser Show entwachsen oder erwachsen, die vielleicht das irgendwann zur richtigen Weltruf bringen werden. Das ist natürlich schön für die Region. Aber ich denke mal, so die Events leben auch von den Emotionen. Wir haben bei der letzten Kuratoriumssitzung uns darüber unterhalten, wie bringen wir dieses Event auch unseren Usernummern näher. Und haben dann über diesen Wegstehen nachgedacht. Und ich fand das eine ganz schöne Aktion, als wie mir das denn gestern berichtet worden, dass das eine Label, dass der eine Designer eine Übersetzerin brauchte, deutsch-polnisch, und sich Magdalena Herrmann sofort bereit erklärt hat, weil sie ihren Backstage-Day mitgewirkt hat. Ich fand das einfach eine tolle Aktion und deswegen, das sind so die Emotionen, denke ich mal, die auch die Region beschreiben oder die in dieser Region auch das, wie sagt man, das Event vielleicht den Einheimischen näher bringt. Denn ich denke, so eine Region, so ein Event lebt nicht nur von den Gästen, natürlich auch von den Stars, herzlich willkommen, aber natürlich auch von den Menschen, die davon leben, die das mitgestalten. Ich denke, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie wichtig ist das hier, ist der Award für die Region? Also ich denke mal, wenn man die Insel, und Sie haben es ja auch gesagt, die Ostsee, dann wissen Sie, was wir im Überfluss haben, das ist Wasser, das ist schöne Sandstrände, die wir natürlich uns erhalten müssen. Auch die Bäderarchitektur ist ein großes Fund, mit dem wir wuchern können. Aber viele Gäste wollen natürlich auch ein bisschen drumherum haben, ein bisschen Leben drumherum haben. Und ich denke mal, man muss Events schaffen. Wir haben einige Events geschafft. Ich denke, jedem ist das ZDF-Studio vom letzten Jahr im Hinterkopf. Das hat für uns einen riesen Werbefaktor gebracht. Aber natürlich auch solche Sachen wie das Usedomer Musikfestival oder gerade diese World Fashion Award, der sich inzwischen umgesprochen hat, der ja auch international ist, der einzige internationale Preis, den das Land vergibt. Und ich denke mal, nur gemeinsam können wir diese Region unterstützen. Und ich denke mal, das ist nicht ein Preis, der jetzt nur für, ich sag mal, die Kaiserbilder ist, die gesamte Insel Usedomer umfasst, aber auch das Land. Das bringt sich auch ein und dafür auch mal wieder. Insgesamt haben wir gesagt, das Ding hat den Namen 01. Es ist ein vielversprechender Anfang und wir glauben, dass da noch mehr kommen wird in der Zukunft. Also
Paar zu dem Publikumspreis, der gehört natürlich an erster Stelle meiner Mama. Das ist die besonders die Frau, die ich mir vorstellen kann. Gehen Sie so nacheinander. Ich weiß nicht, das ist fast zu viel, zwei auf einmal, das überfordert mich wahnsinnig, das geht außerhalb meiner Erwartungen, aber die anderen Leute da drin haben so wahnsinnig gut auch gearbeitet und ihr Bestes gegeben. Ich freue mich, dass das so angenommen wird und anerkannt wurde von der Jury und es haben so wahnsinnig viele Leute auch an der Kollektion mitgearbeitet. Ich danke einfach allen. Ich danke meiner Familie, die jetzt hier angereist ist, die jetzt diesen tollen Moment miterleben darf. Wo sind sie? Ich weiß nicht. Meldet euch! Wo seid ihr? Experiment und Konsequenz. Wir haben interessante Schnitte, ungewöhnliche Formen. Wir haben sehr spannende Materialbearbeitungen. Das alles aber mit sehr viel Spaß und sehr leichthändig umgesetzt, trotzdem erkennbar hochprofessionell, bis ins Detail. Und das für viele Zielgruppen, unabhängig vom Alter. Das alles in einem Material. Denim. Das alles Stand, mit dem Wetter, mit der ganzen Truppe, die extra mit angereist ist, von Paris über Hannover bis hierher auf Usedom und ich habe keine Ahnung. Also wir Frauen, wir denken immer praktisch. Ich glaube, die lassen uns Zeit und wir überlegen uns hinter der Bühne. Dankeschön.